Oh, da sind wir wieder. Wir und selbst, bei mir auch alle check. Alle top. Jetzt kommen die schönen warmen Tage endlich. Man nicht mehr so friert. So. Da ist unser kleines Dörflein. Gucken, was wir heute noch schaffen hier. Ein paar Sachen müssen wir noch herausfinden, wie man jetzt hier das, das Geld bekommt. Zufriedenheit ist schon ganz gut. Wie die hier Feld machen, haben wir herausgefunden. Braucht unbedingt mehr Häuser, glaube ich, denn bald. Hofstädte, Hofstädte, Hofstädte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? 10 eigentlich. Warum ist da nur 9, wenn wir 10 haben? Eigentlich haben wir doch, oder ist 1 noch leer? Wohnung, Raum, man kann auch erweitern jetzt. Ah, guck mal. Wir können auch auf Stufe 2 gehen. Stimmt, dann brauchen wir erstmal gar nichts Neues kaufen. Ja, das können wir erweitern. Machen wir mal kurz. Zack. Bau. Hochmittel. Stufe 1. Jetzt wird hier gebaut, oder was? Okay. So, Sascha. Moin, wie geht's dir, Sascha? Alles schick? Bauen jetzt hier das Haus größer. Oh, da haben sie schon irgendwie was hingemacht, hier oben. Da kommt jemand? Nee. Geht das hoch? Ja, doch, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Der müsste jetzt hier gleich Stufe 2 sein. Mal gucken. Wie geht's dir, Sascha? Schick. Wenn das nicht klappt, dann machen wir gleich noch mal ein paar Häuser. Mal schauen. So, Wiesel, moin. Wie geht's dir, Wiesel? Alles schick. Geht's euch allen gut? Was macht der gerade Schönes? Dein Lager ist voll. Mein Lager ist voll. Mit was ist es denn voll? 250. Alter Falter. Aber ist doch gut, wenn es voll ist. Haben wir wenigstens immer Material am Start. Ist eigentlich ganz gut. War? Soll ich mal hier gucken, wenn es auf Stufe 2 ist? Ausbau auf Stufe 2, 4. Ach, ich habe nur den. Ach, jetzt habe ich den Wohnraum erweitert. Guck mal. Jetzt haben wir 10 Familien. Ah, siehst du? Jetzt haben wir eine mehr, und aber hier auf Stufe 2 bräuchten wir 4, dieses Holzdinger da. Bedürfnis nicht erfüllt. Ach, verstehe das nicht. Ich habe doch von diesem Holz 32. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum da steht, ich brauche 4, aber ich habe doch 4. Ach, und durch Stufe 2 generiert 1 Geld. Ah, okay. Verstehe, hab doch 4. Genau, lurk mal. Mit Bambus Geld verdienen. Läuft gut, wa? Da muss ich bald vielleicht ein bisschen weniger machen, wenn alle Bambus-Farms machen da. Fördert ja auch das Bambus, wenn man auf den Server spielt. Alle machen Bambus. Noch irgendwo Erweiterung für den Hof errichten. So, das ist das gewesen. Jetzt kommt der Winter erstmal. Ich konnte nur das hier erweitern. Also den Wohnraum. Ziegenstall. Ist echt komplex, das Spiel. Muss man echt mal erstmal verstehen hier. Bis alles funktioniert. Kommt der blöde Winter. Ich
glaube, ich muss erstmal den Hof erweitern und dann kann man auch erweitern. Den Rest erweitern. Hier haben wir schon erweitert. Ausbau auf Stufe 2. Wir konnten nur hier den Wohnraum erhöhen anscheinend, war. Ja, bis man da reinkommt in den ganzen Game-Komplex. Eieiei. Aber wir haben jetzt insgesamt 10 Familien, das ist schon mal ganz gut. Aber Nahrung läuft auf jeden Fall. Machen wir mal schnell, dass wir den Winter weg haben hier. Sieht auch schön aus, war wie das der Winter. Sammelhütte, Lebensmittel. Machen wir mal da einen rein. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Lebensmittel lagern. Hier ist auch noch Speicher, Lebensmittel. Genau. Ja, schön. Aber das verstehe ich hier nicht, Leute. Guck mal hier, da brauche ich 4 Dinger. Werkstätten, die Bedürfnisse der Bewohner nehmen zu. Allgemein. Personen wartet. Auf was warten die? Ich hab doch 4 von diesen Holzdingern. Oder ist es was anderes? Bauholz. Habe ich 32 Stück? Hm. Ach so, hier, Kirchenstufe. Ich brauche bestimmt eine Kirche. Ich habe noch keine Kirche. Wartet mal, Leute. Jetzt, ne? Wo ist die Kirche? Marktplatz? Hier, Holzkirche. Oh, die ist aber groß. Die hätten wir eigentlich mittendrin bauen müssen, in den Dorf rein. Guck mal, wo wir die jetzt hinkriegen. Hier hin war, wahrscheinlich. Ich hoffe, das reicht ja bis da hinten hin, aber müsste doch reichen. Mal hier so eine Holzkirche. Zack. Baut mal die Holzkirche, bin ich mal jetzt gespannt. Hier brauchen wir eine Holzkirche und dann hier Bekleidung. Leinen, Leder und Garn. Müssen wir mal gleich gucken. So, hi, ich mag Flugzeuge. Game Spaß, was geht? Bist du wieder am Fliegen? Ja, sehe ich gerade bei Discord. Bist du da fleißig am Fliegen? Oder bauen sie die Holzkirche, Leute? Schaut euch das mal an hier. Ah, schon krass, dass das also alles so stückweise animiert haben. Jeden einzelnen Balken, ne? Das heißt schon sehr viel Liebe, meine Freunde. Nicht so in 3 Arbeitsschritten, dann ist fertig. Hier ist wirklich jeder einzelne Balken, wird dann hier neu gemacht, wa? Animiert. Richtig, richtig cool. Und das hier richtig reinlaufen. Und hier draußen hämmern. Hier draußen sägen. Oh, das machen jetzt insgesamt die 8 Leute, wa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, ja. Okay, 3 Familien anscheinend, die jetzt gerade nichts zu tun haben. Bauen sie die Kirche auf. Ja, richtig geil. Ja, so geil. Manchmal, wenn ich mit Hund raus muss, einfach so von Hamburg nach London, einfach Autopilot an und dann kurz raus. Ach echt? Gehst du denn raus und lässt einfach fliegen oder was? Oha. Deine armen Passagiere, wenn es da denn schief geht. Ja, Leute, ne, viel Spaß. Ich gehe mal kurz raus mit dem Hund raus. Stürzen sie bloß nicht ab. Ja, tschüss. Oha, oha, ist aber gemeingefährlich, ey. Guck mal, jetzt kommen hier die Balken einzeln dran. Das ist so cool gemacht, wa? Voll cool so zuzuschauen hier.
es aussieht. Und sag ja, ne? Es sieht so live noch viel geiler aus. Es kommt jeder einzelne Balken wird hier gemacht. Alter, okay, hier sind zwei jetzt gewesen, aber trotzdem. Das wird sich riesig, das hier aufbaut. Das ist echt Wahnsinn. Da, der nächste Balken und hier der nächste. Gotta smooth that beam over there. Schon, passt schon. Ah. Jetzt geht's schneller. Okay, hier war jetzt ein bisschen mehr am Ende. Aber okay, am Anfang ist auch cool gewesen. So, ist gleich fertig, war? Da ist gleich fertig, der Baufortschritt. Dann bin ich mal gespannt. Da müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir Kleidung rankriegen. Wenn jetzt mit der Kirche fertig sind, dann hat jetzt die Familie hier fast alles. Kirche, ne, genau. Und dann hier ausreichend Angebot eines beliebigen der Folgematerialien: Leinen, Leder und Garn. Dann gucken wir mal, Leinen, Leder oder Garn. Wo kriegt man sowas her? Hier bestimmt bei Farmen irgendwas, wa? Wolle. Leinen, Leder oder Garn. Logistik. Erfordert Eisenerz. Okay. Leinen, Leder oder Garn? Ah, hier. Eine Graberei. Macht aus. Arbeiter verarbeiten aus heute. Und heute haben wir mehr als genug, wa? Ich glaube, heute müssen wir mehr als genug haben. Hier heute 55, genau, dann machen wir mal Leder als nächstes. Genau, Leder hier. Ist da hier hinten, ne? Hier hinten ist ja unser Dings, wo das lagert, glaube ich. Machen wir mal hier unsere Lederverarbeitung hin. Oder hier hin, ja, hier machen wir die hin, genau. Zack. Und hier lagern sie ja auch das, Leder war, oder? Ich habe keine Ahnung. Beim Jagd heute. Aber wir gucken mal. Und ich kann mir ja hier auch den Weg hier ran docken. Zack. So. Okay, dann machen wir mal da Leder. Dann können wir ja Stufe 2 aufleveln. Hab in Minecraft mit Stefanski jetzt eine Villager-Farm. Der eine hast eventuell 5, dann war das weg. Der eine hast E45, dann war das weg, okay. Oh, eine Villager-Farm ist auch interessant. Kann man Bücher verkaufen? Das macht der Holodo auch, Villager. So, dann baut man hier weiter. Eine Familie ist eingezogen. Hofstätte Stufe 1. Oh, noch eine eingezogen, okay. Dann haben wir jetzt 11 Familien. 12 haben wir sogar schon. Nice, das läuft das Dorf. Ich glaube, das reicht doch erstmal, denn. Das Gebäude ist fertig, Holz. Oh, die haben bestimmt noch. Ah, die haben ja noch den Zaun gebaut. Oha, sehr nice. Machen wir mal da jemanden rein. Ne? Ein Priester. Kirche ist gut. Und jetzt bin ich mal gespannt. Kirche. Jetzt brauchen wir noch Bekleidung hier. Bedürfnisse sind nicht erfüllt, ja. Jetzt brauchen wir noch die Bekleidung, denn. Und dann bin ich mal gespannt. Und da müssen wir auch langsam mal die Leute ausbilden, falls uns jemand angreift. Wollen wir schon aufwerten hier? Ich möchte das mal testen jetzt. Ne? Zack. Hofstätte Stufe 2. Oh, jetzt hier. Wir hatten 12, jetzt sind 2. 1 hochgestiegen. Das hat sich nicht vermehrt, das ist einfach nur besser geworden. Okay, sehr cool. Sag mal, einen schon besser hier. Was die für Bedürfnisse brauchen, steht noch nicht da. Okay, sehr nice, sehr nice, sehr nice.
Haben wir schon ein richtig kleines Dörfchen hier, meine Freunde. Also mal gucken, wo. Hier ist so eher so Dorfende. Und hier sind die meisten Häuser, ne? Hier sind die meisten Häuser. Dann würde ich sagen, machen wir hier das Dorf denn hier weiter, ne? Hier unten so lang. Ist dann so die Hauptstraße, weil auch die Kirche ist hier, ne? Hier ist dann so die Hauptstraße. Würde ich das machen, so hier. So. So, ne? Zack. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch mehr Wohnhäuser hinmachen können. Hofstädte. Was kann man den Weg hier entfernen eigentlich? Kann man auch Sachen abreißen? Das ist die Frage, wa? Leichengrube. Oder kann man hier rüber bauen? Nee, geht nicht, siehst du? Man muss doch irgendwie Straßen abbauen können. Hier werden Häuser hinpassen, aber ohne Höfe halt. Weil halt die Straße im Weg ist hier. Eine Taverne. Die will ich da auch hier hin machen. Nee, man findet echt nichts dazu noch nicht. Na gut. Straßenbautool auswählen und mit gedrückter Alt-Taste auf die Straße klicken. Ich hab's doch. Hä? Wie? Wo willst du es denn wissen? Wo willst du es wissen? Straßentool auswählen. Und mit gedrückter Alt-Taste. Was ist denn die Alt-Taste? Achso, hier die Alt-Taste. Remove this road. Aber wie weit geht die denn weg? Alt. Königstraße kann nicht entfernt werden. Oh mein Gott, man kann die nicht entfernen. Ist ja krass. Kann den Weg nicht entfernen. Weil das so eine Hauptstraße ist, oder wie? Uff, das hätte man vorher wissen müssen. Hier so, bis da hinten. Wie sind denn richtige, und da sind jetzt richtige Höfe denn. Okay, das ist jetzt eine richtige Siedlung hier. Ja, die Straße nervt mich. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Man hätte es dann direkt an der Hauptstraße machen sollen. Die man nicht entfernen kann und dann da die Häuser ranbauen. War das würde auch sogar gehen, oder? Kann man hier Häuser ranbauen? Ja, siehst du? Ach doch nicht, oder was? Zurzeit für Bauprojekte, Baukosten. Ach so, aber würde gehen, ja. Schade. Machen wir mal bei der nächsten Stadt, denn dass dann jetzt die Straße nicht doppelt ist. Muss man echt aufpassen, denn. Aber ist egal. Sag mal, hier ein kleines, großes Dorf, denn hier. Dann baut man die Stadt auf, Leute. Da bauen sie jetzt die Stadt auf. Es kommt aus dem Boden eine heftige Stadt, meine Freunde. Wir gucken jetzt richtig zu, wie jetzt hier eine Stadt entsteht, ein Dorf. Digga-Schapp hatte nie so kurz, aber so heftige Turbulenzen gehabt. Oh mein Gott, nicht abstürzen. Stürzen. Ja, hau rein, Vanessa. Bis dann. Guckt euch mal jetzt in Zeitraffer, wie das jetzt hier abgeht, meine Freunde. Na, hier ist überall Boden. Das ist eine richtige heftige Stadt hier. Wir gehen noch mal kurz bis nach hinten. Es geht dann noch weiter, so hier. So sieht man jetzt, wie die Stadt entsteht. Lass uns einfach mal so laufen. Ist ja alles im grünen Bereich, ne? Guck mal da, das nächste Haus. Wir bauen immer nur ein Haus. Wir haben noch fünf Familien hier, die frei sind. Und warum wird nur so wenig gebaut? Immer nur ein Haus. Kennst du Anno 1800? Ich finde, das Spiel ist so ähnlich. Ja, natürlich kenne ich das. Habe ich auch Sprostes. Das haben wir auch schon mal gestreamt damals. Vor Stumblegeist noch, früher. Da wollte ich auch noch mal eine zweite Staffel raushauen, also nochmal streamen. Da habe ich auch alle Packs, ne? Das hat mich insgesamt über 130 € gekostet, alles zusammen. Anno habe ich von Kind auf angespielt. Vom ersten Teil an.
Das ist auch mein Lieblingsaufbauspiel, einer meiner Lieblingsaufbauspieler. Habe ich auch, ja, da habe ich auch alle Packs, ne? Da habe ich alles, was es gibt, was das Herz begehrt. Alle Season-Pässe. Ja, alle kommt auch nochmal auf jeden Fall. Aber jetzt wollte ich erstmal was Neues spielen, was neu rauskam. Aber wenn wir ein bisschen Luft haben, ist es noch einiges geplant. Auch Anno wird nochmal richtig, richtig kommen, 1800. Und was ich aber auch cool finde, sind auch ältere Anno-Teile. Zum Beispiel Anno 1404 ist auch mega geil gewesen. Aber wenn wir erstmal Anno spielen, dann erstmal das Neueste, weil da haben wir auch noch nicht durchgespielt gehabt. Also, dass man noch Hochhäuser und so hat und so. Marchi am Flexen. Naja, bei sowas, Aufbauspiele, das ist immer so meins. Planet Coaster habe ich, Tilt die Skylines, dann Planet Zoo. Gestern war ich ja auch so interessant aufgespannt auf Tilt die Skylines 2, aber da, denn, das war ja totaler Flop, ne? Also was heißt unfertig und unspielbar, weil alles immer am Laggen ist und so, von den Informationen. Sonst hätten wir auch die Skylines von Anfang an gespielt, von Release an, aber da das da so unfertig rausgekommen ist, nicht mal die Hälfte, haben wir das erstmal sein gelassen. Aber City Skylines kommt auch nochmal irgendwann, der zweite Teil, wenn das alles ein bisschen besser wurde. Naja, Aufbauspiele machen echt Laune. Wieso ernten das nicht? Wo ist halt die Ernte zu? Ja, ja, hier. Ah, jetzt ernten die das. Ah, okay. Ach so. Jetzt ganz grau. Jetzt haben wir hier Weizen. Wir haben gleich Essen, Leute. Schild mal. Jetzt hier rein einen und hier rein einen. Let's go. Attacke. Mehl. Und hier wird Brot gemacht, ne? Nee. Wo ist der Bäcker? Hier wird Brot gemacht, ne? Ja. Nee, wie war die Reihenfolge, Leute? Windmühle macht genau Mehl. Und das hier macht Brot dann, genau. Aber schon Brot jetzt, so. Verhungern alle Leute. Wir haben doch jetzt Weizen gehabt oder nicht? Da Weizen 35. Wie geht das denn runter hier? Das ist auch verarbeiten. Da habe ich irgendwas vergessen. Weizen 35. Geht nicht runter. Weizen 35. Weizen. Korn. Was macht, wer macht denn Korn? Ach, die machen Korn, wa? Weizen. Machen wir mal hier mehr rein, hier, let's go, so. Bitte mal das Weizen verarbeiten jetzt, bitte. Die haben alle Hunger, aber die verarbeiten das Weizen nicht. Lol. Die hängen alle auf dem Feld rum. Wow, wie viele sind hier? Wir arbeiten. Jetzt machen die Korn. Oha, jetzt geht's los. Jetzt gibt's Essen, Leute. Machen die hier Korn. Und dann hier Mehl. Hier machen jetzt Brot. Ja, da Brot. Aber ist gleich weg schon wieder. Okay, aber funkst, Leute. Das funkst. Haben wir hier zwei große Felder. Okay. Oh, man muss echt aufpassen. Ja, alles super. Bin schon eine Weile wach. Braucht man noch nicht eine Mühle dazu? Ja, die haben wir ja hier schon genau da. Wir haben ja den Lauf schon gebaut beim letzten Mal, aber... Echt, es ist echt so realistisch gemacht, dass man hier echt aufpassen muss, dass man auch genug Nahrung hat, dass sie hinterherkommen.
Ah, ist echt cool. Aber wir gucken mal, wie weit wir mit dem Dorf kommen. Ansonsten werden wir wieder von vorne anfangen. Alter, das Game macht echt Laune. Weil es halt so komplex ist. Nicht einfach nur Haus bauen, Dings bauen, dann fertig. Und muss man echt auf alles achten und so. Auch da an das Wetter und so. Das Dorf ist ready. Sehr schön, das Dorf ist ready. Und das aber regnet ganz schön oft hier. Verdoppelt sich im Winter, zusätzlich verbraucht auch einige Arbeitsplätze pro Monat eine Einheit. Brennholzhütte. Arbeiten da. Sägewerk. Wenn es so lange fertig ist, jetzt gleich. Das ist fertig, ja. Großes Lager, sehr schön. Oh, jetzt haben wir, 2500 statt 100. Jetzt haben wir richtig Platz. Jetzt haben wir da richtig Platz. Oha. Leder haben wir auch 60. Eieiei. Brennholz haben wir 34. 35, 34. Aber geht auch weniger. Was machen die irgendwas? Allgemeines Lager voll geht auch gar nicht. Kommt der Winter. Weiß nicht, warum das hier nicht hochgeht mit 1. Wir haben jetzt echt viel Brennholz hier. Lager voll? Nee, ist nicht voll. Überschüssige Ware müssten ins Lagerhaus gebracht werden. Sammelhütte. Allgemeines Lager 50. Aber jeder hat auch noch so ein Lager. Arbeitsbereich ist leer. Welcher Arbeitsbereich? Ach, guck mal hier, Lebensmittel. Brot 57. Korn. Ah, hier ist Speicher Lebensmittel. Lebensmittelladen, aber Lebensmittel haben jetzt mehr als genug eigentlich. Oh, es geht nach oben. Es dauert wohl ein bisschen. Okay. Wir haben eigentlich mehr als genug am Start. Verstehe ich noch nicht so ganz. Ah, jetzt ist es weg. Sehr schön. Ah, hier ist Lager voll. Holzlager 0. 1 von 1. Ach, das wird immer angezeigt mit Lager hier. Erweitern. Kann man das ja erweitern vielleicht? Mal hier eine Brauerei hinten hin.
Und hier machen wir mal einen Schuster. Hier machen wir Schneiderei. Und die machen alle, dann wird der Markt auch bald ein bisschen voller hier. Hier kommt rein, aber haben wir Hühner. Hier haben wir Karotten. Hier kommt rein Ziegen, weil die drüben weg sind. Genau, sehr schön. Hier kommt rein. Das haben wir kein Geld mehr, okay. Brennholz. Upgrading. Dass jetzt die Kuh nicht mehr so allein rumsteht hier. Der Ochse. Der ist immer so einsam. So, hier wird schön abgeerntet. Sehr schön. Also Essen haben wir jetzt mehr als genug. Ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier Geld rankriegen, dass wir uns mal hier irgendwas mal hier funktioniert. Handel. Ein Pferd. Ich möchte gucken, wir brauchen 30 da oben. Und dann gehe ich immer noch ein Pferd. Und wir haben Ochsen, haben wir nur einen, oder was? Haben wir immer, ach, dessen steht auch nur ein Ochsen mal hier. Ach, deswegen dauert es auch ewig lange, bis man die gebaut hat, glaube ich. Ah, siehst du das? Das haben wir alles noch nicht gemacht am Anfang. Das ist alles leer hier, weil die ganze Siedlung hat nur einen Ochsen. Eieiei. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen mehr Cash machen hier, Leute. Aber man kann auch in der Siedlung laufen, aber das habe ich, das weiß ich nicht, wie das geht. Ich möchte mal gucken, denn. In der Siedlung laufen. Oh, Brot haben wir 78, Leute. Jetzt haben wir richtig, richtig Essen am Start. Aber trotzdem steht da nur 3. Warum auch immer. Brennholz. Ich verstehe das nicht mit dem Brennholz. Hier, ach, hier haben wir zu viel Bestand. Stelle 2 von 7. Weidefläche 0 von 70. Schafe, Lämmer, ja. Schafe 0. Ach, muss ich auch Schafe besorgen? Wartet mal kurz. Schafe. Nochmal zuerst ein Schaf machen sollen, war. Gucken wir mal kurz. Upgrade. No. Aber Zufriedenheit 100%. Also die beschweren sich nicht bei mir. Winter kommt wieder am Start. Luca, moin, wie geht's dir, Luca, alles schick? Aber wir haben mehr als genug Brot, das ist schon mal schön. Nur noch die Wohnungen hier auch upgraden. Brennholz. Da, 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 da. Ist eine Whitelist auf dem Minecraft-Server, richtig? Ja. Warum? Du bist doch gewitelistet, oder nicht? Oder habe ich dich vergessen?
So, Siphon. Oh, du hast viel verpasst hier, Mensch. Wir haben jetzt schon Häuser. So, Brennholz 100%. Oh, jetzt haben alle Brennholz. Okay, sehr schön. Oh, jetzt haben wir hier richtig Action. Läuft richtig gut. Oha, echt? Ja. Oh Mann. So. Ich habe auch schon die erste Minecraft-Folge fertig, Leute. Es kommt auch eine Minecraft-Serie mit Folgen. Je nachdem, wie ich das schaffe. Weil wir jeden Tag Minecraft machen. Aber ich mache jetzt die ersten beiden Folgen sind so Titelbilderöffnung, ne? Vom 25. und 26. Und dann kommen öfters auch so Highlights halt, die dann auf dem anderen Account kommen. Das ist nicht jedes Mal eine Folge. Halt nur, wenn was wirklich Krasses passiert, so, ne? Mal gucken. Haben wir mal Kriegsbögen. Bogenschütze. Ah, hier 28. Ah, jetzt werden alle ausgerüstet. Ah, Bogenschützen. Ah, okay. Fehlende Rekruten. Sammeln. Ich möchte mal jetzt angucken. Hier, zack. Kommt jetzt so. Oh, da. Sehr cool. 28 habe ich. Das ging auch schnell, denn war. Oha. Aber wir sind schon mal bereit mit Bogenschützen. Wir können uns schon mal wehren. Also Bogenschützen haben wir jetzt 28 am Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 67. So, haben wir letzter Wintertag hier und dann gehen wir mal. Dann sind wir offline, Leute. Erstmal, dann gibt es erstmal schön Essen. Und dann sind wir um 15 Uhr, wenn ich es schaffe. Kurz nach 15 Uhr, 15 Uhr wieder auf sind wir dann in Minecraft drin. Ne? Heute ist auch einiges zu machen in Minecraft wieder. So, meine Freunde, dann war's das auch erstmal hier mit Männerlords. Wir haben einiges geschafft heute, haben auch wieder ein bisschen was gelernt. Richtig cool. Haben zwar jetzt noch Winter, aber wir sind im Jahr 6. Sehr cool. Da wird doch langsam hier. Haben auch, ja, heute haben wir richtig expandiert. Hier ein ganzes Dorf ist hier entstanden mit Taverne. Aber wie das alles noch funktioniert hier, ich bin echt noch am Lernen. Das alles noch so funktioniert. Haben jetzt eigentlich noch die. Das haben wir jetzt noch nicht gehabt, ne? Hier. Haben die noch nicht angefangen, oder was? Hier Schmiede. Nee, ne, nochmal aber beim nächsten Mal nochmal gucken hier. Wie man denn hier die nächsten ausbilden tun denn? Die brauchen ja irgendwas. Hier haben wir 28. Sehr schön. Naja, mal gucken. Aber dann geht's hier bald weiter, Leute. War auf jeden Fall nice.